Thomas die Lokomotive erinnern. Thomas die Lokomotive war eine Kinderserie, die früher unfassbar viele Leute geguckt haben, die unglaublich beliebt war. Die typische blaue Lokomotive Thomas war auf allen möglichen T-Shirts, Taschen und sonst welche. Das sieht doch gruselig aus! Junge, erzähl mir bitte nicht, dass es nicht cool. Das ist das, ist das. In keiner Welt ist das eine Lok, wo man sagt, ey. Nee, das ist ja aber voll lustig, ja. Guck mal, wie die mich anguckt, gleich tötet die mich. Das sieht wirklich aus, als wäre das ein Serienmörder oder so. Taschen und sonst welchen Merch zu sehen. Und wenn ihr zurückdenkt an die Folgen, die vielleicht euch noch im Kopf geblieben sind, werdet ihr wahrscheinlich nichts besonders Erwähnenswertes bemerken. Es war halt eine 0815 Kinderserie über Züge, wie man sie sich vorstellen würde. Wahrscheinlich so ist es. Doch tatsächlich stimmt das nicht. Das ist doch gruselig. Nicht ganz. Denn wie viele alte Kinderserien hat auch Thomas die Lokomotive eine extrem verstörende und vor allem auch extrem seltsame Folge. Eine Folge, die... Jede Folge. Da gibt's keine, die nicht verstörend oder seltsam oder komisch ist. Jede Folge ist gruselig. So seltsam ist, dass manche Länder sogar überlegt hatten, sie komplett aus dem Programm zu streichen oder sie sogar in manchen Ländern geändert werden musste, damit sie überhaupt ausgestrahlt werden darf. Wir wollen heute einmal über die gruselige Wahrheit, die gruselige verbotene Folge von Thomas der Lokomotive sprechen. Und diese Folge trägt den Titel Die Geschichte von Henry, beziehungsweise die traurige Geschichte von Henry. Es geht grundsätzlich hierbei um eine Lokomotive namens Henry, also es geht nicht direkt um Thomas. Die sieht doch, also das ist aber wirklich schlimm. The Sad Story of Henry, der ist bestimmt gestorben, oder? Der ist bestimmt mit Carraro gegen eine Wand gefahren. Henry war eine sehr eitle und nicht gerade gemochte Lokomotive. Er war extrem von sich überzeugt, fand sich selbst wunderschön und liebte vor allem seine Lackierung. Er war grün mit einem roten Streifen und diese besondere Lackierung, die er hatte, fand er so besonders und er fand, sie machte ihn selbst so schön, dass er auf keinen Fall wollte, dass diese Lackierung irgendwie beschädigt wird. Und deswegen fing er auf einmal an, seltsame Verhaltensweisen zu zeigen. Auf einmal, scheinbar aus dem Nichts, wollte er nicht mehr im Regen sein. Als es anfing zu regnen, machte er sich Sorgen, dass dieser Regen für Rost sorgen könnte und vielleicht auch dafür sorgt, dass sein wunderschöner Lack, sein wunderschönes Aussehen kaputt gehen wird. Deswegen flüchtete er vor dem Regen auf seiner Route in einem Tunnel. Und er entschied sich, in diesem Tunnel zu bleiben. Denn wenn er in diesem Tunnel ausharrt, während es regnet, kann er ja nicht nass werden und sein Rost bzw. sein Lack kann nicht kaputt gehen. Henry, die zwangsgestörte Lokomotive, fühle ich, ja. Das Problem war, auch als der Regen vorbei war, wollte Henry nicht rauskommen. Er entwickelte auf einmal eine Angst vor allem, was außerhalb des Tunnels lag, weil er nur in diesem Tunnel bleiben wollte. Er wollte sicher sein, er wollte nicht, dass seine Schönheit irgendwie kaputt gehen kann. Die Angestellten und Besitzer... Also so schön ist er jetzt auch nicht. Also das Gesicht zumindest nicht. Das Gesicht macht mich eher aggressiv. Und verstört mich auch so ein bisschen tatsächlich. Der Besitzer der Lokomotiven kam zu ihm, versuchten ihn zu überreden, dass er rauskommen sollte. Doch er reagierte nur mürrisch und sorgte dafür, dass ein Dampf entstand, damit die Leute ihn in Ruhe ließen. Als die Leute dann versuchten, ihn aus dem Tunnel zu ziehen, reagierte er immer noch nicht. Henry weigerte sich rauszugehen, sogar dann, als Thomas kam und versuchte, von hinten Henry anzuschieben. Sie versuchten, ihn zu überzeugen, rauszukommen, sie versuchten, ihn zu zwingen, rauszukommen, doch nichts funktionierte. Henry war sich definitiv sicher, dass er in diesem Tunnel bleiben wird, damit sein Aussehen erhalten wird. Doch dann kam es zu einer Besonderheit. Denn der Besitzer von Henry, der oberste Chef dieser ganzen Bahnagentur, entschied sich, dass er ein drastisches Mittel wählen wird. Denn wenn Henry von alleine nicht rauskommt und diesen Tunnel weiterhin blockiert, dann soll er doch in diesem Tunnel bleiben. Oha. Ihr müsst ganz kurz, bevor ich weiter erzähle, euch klar machen, in dieser Welt von Thomas die Lokomotive sind dies keine ganz normalen Maschinen. Es sind wirklich lebende Organismen, die denken können, die fühlen können, die auch sterben können.
Auf jeden Fall, in dieser Folge kam es dazu, dass eben der Bahnbesitzer drohte, dass er die Schienen wegnehmen würde, sodass Henry nie wieder aus dieser Höhle bzw. aus dem Tunnel rausfahren könne. Wenn er also nicht rauskommt, dann würde er da drinnen bleiben müssen auf alle Ewigkeit. Und als Henry diese Drohung nicht ernst nahm, passierte genau das. Die Bahnagentur bzw. der Besitzer von Henry entschied sich, die Bahnschienen des Tunnels abzureißen. Vor und hinter Henry wurden jegliche Schienen entfernt, sodass Henry nie wieder diesen Tunnel verlassen konnte. Und mehr noch, sie bauten eine Mauer, damit man ihn nicht mehr wirklich sehen konnte da drinnen. Sie bauten langsam eine Mauer hoch, die aber nur die Hälfte des Tunnels verdeckte auf beiden Seiten. Und zwar gerade so hoch, dass Henrys Kopf immer noch zur Hälfte frei blieb. Und zwar aus dem einzigen Grund, dass er sehen kann, was er da draußen verpasst. Sprich, die Strafe des Bahnarbeiters war, dass diese Lokomotive... Oh, Junge, was ist denn los? Das ist eine Kindersendung. Das ist eine Kindersendung, der wird einfach ausgegrenzt. Der wird einfach ausgegrenzt und gemobbt. Alter, übel die Folter und so. Guck mal, jetzt, weißt du, der war davor, war dann übel gruselig, der Ekel. Und auf einmal tut er mir echt leid. Sein Leben lang, so lange, bis er irgendwann verendet, in diesem Tunnel bleiben muss und mit Ansehen... Aber wie hast du immer so betont, bis er dann irgendwann verendet, er nimmt gar keine Option, dass er es überleben könnte, sondern er wird auf jeden Fall dort sterben. Junge, auch immer so übel übertrieben gesagt, feier ich. Den muss wie draußen die anderen Eisenbahnen fahren, wie das Leben draußen schön ist. Er war gezwungen, alleine im Inneren des Tunnels zu bleiben. Und man sieht im Laufe der Geschichte eben die Folgen von dieser Entscheidung. Einerseits nimmt Henrys Gesundheitszustand unfassbar schnell ab. Sein ganzer Lack, das was er vorher so toll fand, fing an in diesem Tunnel zu rosten wegen seinem Dampf. Sein Dampf sorgte dafür, dass letztendlich sein Lack kaputt ging und das was er so dringend beschützen wollte, war so oder so nicht mehr da. Und man sah an seinem Gesicht, das mittlerweile völlig verdreckt und verkratzt war, wie unfassbar tief traurig er gewesen ist. Junge, also die sind ja schon so verstörend, aber wenn du dir das dann noch anguckst, denkst du auch so, scheiße, ey. Was ist das für eine Folge gewesen? Junge, 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 Alter, da hatten die Macher aber mal richtig Bock, die Kinder psychisch kaputt zu machen. Er sah wirklich am Boden zerstört aus. Er sah komplett fertig aus, als ob das das Schlimmste gewesen ist, was jemals ihm passieren konnte. Und das war es auch wahrscheinlich. Denn ihr müsst es einmal im Vergleich sehen. Das ist gleichbedeutend mit einem Menschen, den man irgendwo einsperrt und der dann nie wieder weg kann, aber sehen kann, wie draußen das Leben weitergeht, wie Leute in seiner Nähe Spaß haben, wissen, dass er da ist und trotzdem nichts unternehmen, um ihm irgendwie zu helfen. Das sind wie so Leute, die einfach den ganzen Tag zocken so. Die sind den ganzen Tag am Computer, zocken, gucken so kurz Nachrichten, okay, das passiert in der Welt, zocken weiter, nur dass die es freiwillig machen und hier wurde einfach Henry und da wurden einfach die Schienen, gut, er wollte natürlich auch drin bleiben, aber der hat es dann bereut, währenddessen Leute, die zocken, einfach weiter zocken, weil die Sucht zu krass reinkickt. Die Serie hat kurz den Kindern erklärt, wie man mobbt, das stimmt allerdings, wie Ausgrenzung erfolgt und so. Wir müssen realisieren, wir reden über einen lebendigen Zug. Ja, das stimmt allerdings. Der gerade am Sterben ist einfach. Die Folge endet grundsätzlich damit, dass einerseits sie irgendwie versuchen, nochmal mit Henry zu reden oder ihn zuhupen, wenn sie vorbeifahren. Doch Henry hupt nicht mehr zurück. Er macht auch keinen Dampf mehr, weil er die Lust am Leben verloren hat. Es wird in der Serie gesagt, dass er keine Lust mehr auf das Ganze hat und dass er auch überhaupt nicht mehr die Kraft hat, das Ganze zu tun. Die Folge handelt also davon, dass diese Lokomotive, nur weil sie ein wenig eitel gewesen ist, jeglichen Sinn am Leben verloren hat und eigentlich nur noch mit der Zeit langsam dahinsicht. Geil. Ihr müsst wissen, normalerweise in einer Kinderserie würde man nun folgendes Ende erwarten. Dass sie am Ende sagen, gut, er hat seine Lektion gelernt, jetzt reißt man die Mauer ein, baut die Schienen wieder. Ich bin voll in der Politik, Nachrichten und Olli ist mein Dummkopf-TV. No front, wie die jungen Leute das sagen. Alter, Zento, danke schön für den Sub, mein Engel. Junge, du bist so richtig diese alte. Oh mein Gott. Abschlimmseil. Du bist ja so richtig so dieser typisch alte Mensch, der so schreit. Oh, wie sagt man heutzutage so schön?
cool. Cool. Wie sagen die Jugend immer so, ja? Cool. Voll cool, voll crazy. Voll crazy, ja? Das ist voll fresh. Richtig fresh. Sag mal, was so betont. So. Ja, wie sagen die jungen Leute das nochmal? Wie war's? Sendo, ein Schlückchen auf dich. Let's go. Digga, ich furze. Ja, Digga. Also der Kuhlkuhl hat er gegessen, Digga. Die gehen noch zu ihm und dann pfeift er nicht mehr zurück. Scheiße, ey. Also dann ist er tot einfach. Wieder hin und er kann wieder ganz normal weiterfahren, seinen normalen Betrieb wieder aufnehmen. Doch diese Folge endet so nicht. Diese Folge endet damit, dass Henry in diesem Tunnel bleibt. Diese Folge endet damit, dass Henry definitiv in diesem Tunnel sterben wird. Nie wieder wird erwähnt, was aus Henry geworden ist. Nie wieder wird man da ihn irgendwie wieder sehen können. Danke, also. Dies ist das letzte Mal, dass Henry in der Serie gesehen wurde. Und zwar eingesperrt bis zur Hälfte in diesem Tunnel und nur seine... Was, das ist das letzte Mal, dass er in der Serie gesehen wurde? Nein. Das heißt, er war nie wieder da? Nein, die haben niemals Henry einfach sterben lassen. Ist er danach nicht mehr da? Junge, überlegt euch das mal. Die lassen den da einfach verenden und dann ist der Zug nie wieder da. Traurigen Augen waren nach außen hin sichtbar. Ganz am Ende der Folge sagt der Moderator, dieser Sprecher im Hintergrund noch, dass er selbst findet, sprich, dass der Sprecher persönlich findet, dass diese Strafe, die Henry gekriegt hat, berechtigt ist. Und er fragt ganz zum Schluss noch die Zuschauer, ob sie das nicht auch glauben. Diese Folge war so seltsam, dass manche Sender in manchen Ländern überlegt haben, sie ganz aus dem Programm zu streichen, sie nicht mehr zu zeigen, weil sie zu grausam, zu seltsam und zu verstörend für Kinder gewesen ist. Weil es halt eindeutig darum geht, dass eine der Lokomotiven, die man mögen kann, die halt wirklich Gefühle haben, weggesperrt und gequält werden. In den USA musste diese Folge sogar verändert werden, nachdem sie einmal ausgestrahlt wurde. Denn die Leute waren sich sicher, dass sie diese Folge nie wieder so zeigen könnten. Und so wird eben ein extra Satz hinzugefügt, der besagt, dass ganz am Ende eben die Lokomotive wieder... Also, liebe Kinder, seid nicht so eitel, sonst werdet ihr eingemauert. Und ihr sterbt einfach, ihr sterbt einfach. Junge, was ist das für eine Folge? Ey, das hätte ich... Aber das passt eigentlich zu der Sendung. Das ist sowieso eine übel komische Sendung, wo einfach, da wurde ja nicht wirklich gesprochen. Das war die ganze... Weißt du, so übel komische Töne und so. Und also, ich finde, das passt zu der Sendung, dass sowas Krankes passiert. Alter, das ist heftig. Bin ich euch ehrlich, das ist wirklich sehr, sehr heftig. Freigelassen wurde und alles gut war. Sprich, in den USA musste die Folge so verändert werden, dass sie ein Happy End hatte, während sie in Großbritannien und im Rest von Europa, auch hier in Deutschland, die traurige, deprimierende Folge gewesen ist von der Lokomotive, die verurteilt war, ein Leben lang einfach in diesem Tunnel zu bleiben und dabei jeglichen Lebenssinn zu verlieren. Das war auf jeden Fall... Einfach mies reingeschissen, der Arme. Fall dieses Video. Ich wollte euch mal eine gruselige Geschichte, die gruseligste Folge von Thomas die Lokomotive erzählen. Okay, ja,